Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratun und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt, und zwar zum Projekt Pimp My Garage, Freunde. Ich bin hier aktuell dabei, und zwar die Garage ein bisschen schick zu machen. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Ich habe einen Quad-Kanal. Für alle, die es nicht wissen, checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Da kommt ihr zu meinem Quad-Kanal. Und hier haben wir in der letzten Zeit wirklich viel am Quad von mir und einem Kollegen geschraubt und auch Videos gedreht für den Quad-Kanal. Dementsprechend habe ich mir gedacht, die Garage muss ein bisschen schicker gemacht werden. Ich hatte hier oben überall Schimmel, das habe ich entfernen lassen. Plus der Boden sowie die Decke waren beide, beziehungsweise die Decke war weiß, der Boden war katastrophal. Also ganz, ganz komisch, blende ich euch Bilder gerne ein. Haben wir alles machen lassen, und jetzt geht es darum, das Ganze so ein bisschen einzurichten. Ihr wisst, das ist voll mein Ding. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, zum Beispiel hier diese ganzen Halterungen dran gemacht, damit man da später die Winterreifen, Sommerreifen von meinem Auto dran machen kann, und unten die Quadreifen. Und hier drüben, eine Kleinigkeit, habe ich schon mal was angebracht für eben, dass man da einen Helm dran machen kann. Ja, oder zwei Helme dran machen kann. Und ich habe auch für dieses Projekt ein bisschen was bekommen. Wir haben hier nämlich, was ein Highlight wird, wirklich, was ein richtig krasses Highlight wird, ist die Deckenbeleuchtung. Und da habe ich hier drüben, Moment, zeige ich euch mal, hier was von Performance Floor, LED-Lights. Ich weiß nicht, ob Performance Floor euch was sagt, die machen richtig coole Klickfliesenböden und so weiter. Und eben auch diese Lampe hier. Und das Ding ist halt ultra krass. Werdet ihr gleich im Video noch sehen. Ich werde auch alles in der Videobeschreibung verlinken. Ich blende auch hier Werbung ein für die Markennennung und so weiter. Und vor allem auch, weil mein Partner Medion mit am Start ist, die uns hier einen Fernseher für das Ganze noch organisiert haben, beziehungsweise zur Verfügung gestellt haben. Ein Fernseher darf natürlich in der Garage nicht fehlen, würde ich sagen. Vor allem, wenn man schrauben will und so weiter, ein paar Tutorials angucken oder generell einfach für die Unterhaltung ein bisschen was nebenbei laufen lassen. Die ganzen Amis haben einen Fernseher in der Garage. Warum der Ratun eben nicht? Dann hier auch nochmal ganz, ganz interessant. Nicht nur für die Garage eigentlich interessant, aber vor allem, weil ich hier eben Schimmel hatte und jetzt nicht mehr, habe ich hier noch so einen Luftentfeuchter, den ich ab und zu anhauen werde. Und dann kann eben der seinen Job tun und eben die Luft entfeuchten. Und ich hoffe, dass dann so kein Schimmel mehr entsteht. Und vor allem, wie gesagt, könnt ihr das auch für zu Hause benutzen. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Kühlschrank, der doch etwas breiter ist, als ich gedacht hätte. Mal gucken, wie wir den positionieren, wo wir den platzieren. Aber ein Kühlschrank, vor allem im Sommer, ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach kalte Getränke auch in der Garage hat. Ich würde sagen, wir legen los, weil ich habe hier auch noch eine kleine Werkbank gekauft, einen Werkzeugwagen und so ein paar Regale, dass wir eben ein bisschen was anbringen können, ein bisschen was abstellen können. Hier habe ich auch schon was dran gemacht. Das ist auch schon bombenfest, so eine kleine, ja, wo so ein bisschen, ja, ein bisschen Zeug drin ist halt. Ja, im Großen und Ganzen, ich bin gespannt. Ich würde sagen, legen wir los und schauen uns mal an. Vor allem, wir brauchen Beleuchtung. Guck mal, wie ich aussehe. Legen wir los und schauen uns das Ganze an. Freunde, ein bisschen was haben wir schon gemacht. Die Regale stehen, der Tisch steht, und der Tisch war mit der erste Grund, direkt erstmal den Tisch aufbauen, weil, dass wir ein bisschen was abstellen können, ne? Vom Performance Floor haben wir jetzt auch die Hexa-LED-Lights ausgepackt, Hexagon-LED-Lights, und ihr seht es, das ist quasi alles, was wir dafür benötigen. Und ihr, schaut mal hier, also es ist eine Menge. Ihr könnt natürlich das Ganze individuell gestalten, kleiner, größer, wie auch immer ihr es braucht, aber schaut mal, wie viele LED-Leisten wir davon haben. Und so sieht dann eine aus. Davon gibt es dann in dieser Größe ganz viele und in einer etwas längeren Größe ein paar weniger. Die bilden den Außenrahmen und die bilden quasi diese Hexagon-Muster, und das leuchtet dann später alles an der Wand. Wir haben auch ganz viele Konnektoren, auch mit Verbindungen eben, dass der Strom weitergegeben wird in ganz vielen verschiedenen Formen. Da gibt es dann auch eine Anleitung zu. Die haben wir hier hinten irgendwo. Das ist die Anleitung, Freunde. Hier steht dann alles drauf, und nach der sollte man sich am besten richten. Ich denke, wir werden es hinkriegen. Wir haben so eine kleine Hürde, und zwar der Garagenmotor und da die Strebe, die an die Decke geht. Das heißt, wir müssen im besten Fall die Hexagons so bauen, dass das direkt so dazwischen geht oder umrum geht. Das wäre natürlich perfekt, wenn wir es hinkriegen. Es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn man eine leere Wand hat, eine leere Decke hat, besser gesagt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber ja, wir werden das auf jeden Fall hinkriegen, und ich würde sagen, das ist jetzt auch das Nächste, was wir machen, dass wir hier auch mal ordentliche oder anständige Beleuchtung haben.
Also Freunde, wir haben es hinbekommen. Die Lampe hängt. Unterstützung vom lieben Alex bekommen. Mein Bruder hat hier auch tatkräftig mitgeholfen. Ich sag mal so, an sich ist es super easy, wenn man den äußeren Rahmen einmal richtig gemacht hat. Und zwar auch im 90-Grad-Winkel, dass das alles passt. Ja, der äußere Rahmen quasi. Und dann kann man sich eigentlich mit dem mittleren Ding orientieren an dem äußeren Rahmen. Und wenn man so ein bisschen angefangen hat, dann geht es eigentlich relativ easy. Vor allem die kleinen Dinger, die sind relativ starr auch. Hier die kleinen Streben, die kleinen Leisten, die sind relativ starr. Dann kann man einfach zack, zack, zack und sich die Waben bauen. Das geht. Außen muss man halt aufpassen, dass man wirklich gerade ist, weil ja, auf die Länge natürlich kann man da ein bisschen hin und her, ein bisschen Spiel hat man immer und dann ist man vielleicht schief, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Noch nicht angeschlossen, das kommt noch. Wir machen jetzt aber erstmal weiter. Wir richten hier noch ein bisschen was ein. Hier kommt jetzt der Fernseher erstmal noch dran, dann hier die ganzen Reifen, Felgen und so weiter und dann können wir eigentlich schon dran gehen, das Ding hier anzuschließen an Strom. Ich bin mega gespannt, wie es aussieht. Ich bin auch mega gespannt, wie es kommt mit dem Fernseher und alles. Das machen wir jetzt. Wir packen jetzt auf jeden Fall erstmal den Fernseher hier auf, damit wir auch schauen können, beziehungsweise das Ganze ausrichten können, dass das auch wirklich an der Wand hängt. Den Fernseher haben wir jetzt auf, Freunde, und wir haben hier, wie gesagt, von meinem Partner Medion einen OLED-Fernseher und die haben es immer so an sich, dass die oben rum immer übelst dünn sind. Guckt euch das mal an, das ist so flach. Untenrum natürlich, da irgendwo muss die Technik hin. Wir haben jetzt hier schon ein paar Punkte angezeichnet, da kommt jetzt die Fernseherhalterung ran und wenn wir alles richtig gemessen haben, dann sollte das später genau mittig sein und ungefähr in derselben Flucht wie die Regale. Ja, wir machen jetzt erstmal den Fernseher dran und dann haben wir hier schon mal den schönen Fernseher dran. Freunde, ich stehe vor der fertigen Garage und ich sage euch ehrlich, ich bin baff. Wir haben das Ganze hier eigentlich nur gemacht, um quasi in Zukunft auf meinem Quad-Kanal hochwertige Videos beim Schrauben vom Quad auch liefern zu können. Wir haben nämlich hier Videos gedreht mit Schimmel an der Wand und so weiter. Also es war einfach nicht schön. Und jetzt schaut es euch an, was wir aus der Garage gemacht haben. Wirklich richtig, richtig nice. Vor allem diese Deckenbeleuchtung, Freunde, die ist so ultra, also die macht diese ganze Garage, obwohl wir gar nicht viel reingestellt haben, werft das die Garage so krass auf. Das ist meiner Meinung nach nicht normal. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich habe alles verlinkt, auch zu dieser Lampe. 750 Euro ist nicht wenig Geld. Aber wenn ich bedenke, wie groß diese Lampe ist, es sind 4,80 Meter lang und 2,80 Meter breit müsste die sein. Das ist eine Menge. Und dafür 750 Euro finde ich gar nicht mal so teuer. Ja, apropos Quad-Kanal, schaut auf jeden Fall auch gerne auf dem Quad-Kanal vorbei, wenn ihr einfach ein bisschen anderen Content von mir sehen wollt. In der Videobeschreibung auch alles verlinkt. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich freuen. Jetzt möchte ich euch aber mal ein bisschen hier rumführen. Ich habe hier mein Logo an die Wand gemalt und Freunde, sage ich euch ganz ehrlich, richtiger Five-Fat-Move. Ich habe mir einen Beamer hingestellt, habe das an die Wand projizieren lassen, mit Kreppband abgeklebt und gestrichen. Schaut es euch an, perfektes Logo. Dann hier oben meine Sommerreifen quasi für den Tesla und im Sommer werden dann die Winterreifen aufgehangen und unten habe ich noch Stollenreifen für mein Quad. Da kommen irgendwann noch Felgen dran und dann kann ich je nachdem, auf was für einem Untergrund ich unterwegs bin, kann ich dann eben Stollenreifen oder Straßenreifen fahren. Wenn ich auch ins Gelände will oder irgendwie einen Offroad-Park, mache ich die Stollenreifen drauf. Ansonsten habe ich hier zwei Helme, einen aus der Rollerzeit. Was heißt Rollerzeit? Ich habe, glaube ich, den Roller gerade mal 3 Wochen gehabt und wieder verkauft. Aber den Helm habe ich noch. Und hier nochmal den Helm, den ich aktuell nutze. Mit hier Motorradjacke, Rückenprotektor und so weiter. Dann haben wir hier ein paar Regale. Da stehen auch noch ein paar Sachen drin. Dann da auch eben so ein bisschen Wachs fürs Auto. Bliblablub, alles so, was man so braucht. Und da auch nochmal so Schräubchen und so. Und hier habe ich einen Werkstattwagen, Freunde. Werkstattwagen, den kann man überall hinschieben, wo man den gerade braucht. Ist richtig praktisch. Dann könnt ihr hier auch mal ein paar Sachen ablegen. Werkzeug ist natürlich da. Ich habe 390 Euro dafür bezahlt. Es ist tatsächlich nicht viel. Es ist wahrscheinlich auch nicht das hochwertigste Werkzeug, aber es reicht für meinen Zweck vollkommen aus und ich sehe es auch nicht ein, irgendwo irgendwie 2.000, 3.000 Euro für einen Werkstattwagen zu bezahlen, weil ich möchte ja keine Autos bauen, Freunde. Ja? Also das ist das und dann haben wir noch die Technik. OLED-Fernseher von meinem Partner Medion und ich sage euch ganz ehrlich, das Ding ist krass. Prozessor ist schnell. Dann haben wir natürlich YouTube, Netflix, Amazon Prime. Wir haben sogar Twitch mit drauf und wir haben auch RTL Plus. Das sind zumindest so die Sachen, die ich nutze, die ich mir angucke zu Hause
Und das Ganze habe ich jetzt in der Garage. Also ich werde ihn wahrscheinlich hauptsächlich so ein bisschen für YouTube und Musik hören nutzen. Man kann auch Wireless-Sharing machen mit dem Handy und dann Spotify anmachen und so weiter. Also ganz, ganz easy. Auch richtig cool. Schaut auf jeden Fall da in der Videobeschreibung auch vorbei. Da habe ich nämlich auch alles verlinkt. Auch die Medium-Produkte. 800 Euro kostet der Fernseher. 55 Zoll. Gibt es auch größer. Dann haben wir noch den Medium-Kühlschrank, Freunde. Auch richtig nice. Darf natürlich nicht fehlen. Zumindest im Sommer. Der ist jetzt erstmal nicht eingeschaltet. Aber da passen 18 Dosen rein. 1 Liter Flaschen. Getränke und so weiter. Also besser geht's nicht. Auf Amazon gibt es einen, der verkauft Kühlschränke. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, aber viele Gamer von euch haben so einen Kühlschrank daheim. Ich kann euch nur sagen, hier passt mehr rein und der ist sogar günstiger. Deswegen allein da lohnt es sich schon mal vorbeizuschauen. Und zu guter Letzt, Freunde, habe ich hier noch meinen Luftentfeuchter. Den habe ich jetzt erstmal hier hingestellt. Ich muss mir, hier habe ich so eine Verteilerdose. Ich werde mir da noch eine Steckdose hinmachen, weil der stand vorher hier. Sieht nicht ganz so gut aus. Jetzt habe ich den hier stehen und brauche nur noch eine Steckdose. Und ich habe den auch schon benutzt. Guckt mal hier. Der hat schon hier so 2 Liter voll gemacht und 5 Liter passen rein. Also top, wirklich. Also wenn man möchte, dass hier oder nicht möchte, dass wieder Schimmel entsteht, ob in der Wohnung oder in der Garage, wie es bei mir war, dann ist so ein Luftentfeuchter schon eine feine Nummer. Muss man natürlich nicht immer laufen lassen, aber hat auch einen Automatikmodus und so weiter. Wie der Luftreiniger. Und da kann ich euch nur empfehlen, Freunde, den Luftreiniger, den ich zu Hause habe. Auf die Luftreiniger und Luftentfeuchter, auf alle Luftprodukte bei Medion, könnt ihr mit dem Code RATUM10, müsste es glaube ich sein, ich blende es hier ein, könnt ihr 10% sparen. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, kauft euch einen Luftreiniger für zu Hause. Game Changer, wirklich Game Changer. Und wenn ihr eben braucht, noch einen Luftentfeuchter. Finde ich zumindest für die Garage richtig, richtig nice. Ja, im Großen und Ganzen war es das mit diesem Umbauprojekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Garage findet. Ich finde es mega. Ich finde es wirklich mega geil. Ansonsten lasst dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch gerne, wie gesagt, meinen Quad-Kanal. Über Support würde ich mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Vielleicht wieder mit einem krassen Projekt. Bis dahin. Euer Ratun. Peace.